Also der, wir haben auf YouTube haben wir einen Bericht von Mark Minor, in dem er erzählt, wie er dies gemacht hat, dieses Interview mit dem Geschäftsführer und wie das gelaufen ist. Das könnt ihr euch angucken. Frieda hat mir gesagt, er stellt das auch auf die Website, die euch zur Verfügung stehen wird. Am Ende jetzt dieser Session wird Frieda euch kurz zeigen, wie die Website aussieht, damit ihr sie wiedererkennt und dass ihr wisst, wo ihr sie findet. Und da ist auch, wir haben das damals als Netzwerkevent gemacht, da ist auch eine Übung zur Auftragsklärung dabei, also wo man dann in kollegialem Lernen miteinander angeregt durch diese Übung, durch diesen Vortrag, durch dieses Beispiel dann auch überlegen und üben kann. Und wir haben das damals so gemacht, dass sie das dann zurückgespielt haben und hatten da so ein Livestream-Event dazu. So, wir machen diese Übung jetzt nicht, aber ich wollte euch einfach die Kurzversion, ihr habt eine Kurzversion und eine Langversion. Das ist die Kurzversion, die wir jetzt vor diesen Werkstattarbeiten in unseren Curriculumsgruppen einführen. Das heißt, die Leute, die sich vorstellen, ein OE-Anliegen einzubringen, die setzen sich vorher mit ein, zwei Leuten zusammen und erzählen einfach, worum es in ihrem Vorhaben, in dem Change-Projekt geht, welche Rolle, also sie fragen an denen, welche Rollen, welchen Bezug hast du im Ganzen, welche Erfahrung hast du mit Vorhaben dieser Art, welche Erfahrung hat die Organisation mit Vorhaben dieser Art und Größe, wie wurden bisher positive Erfahrungen genutzt, wie wird aus Fehlern gelernt, wie viele gemeinsame Wirklichkeiten gibt es bei den Verantwortlichen, wird das Vorhaben getragen. Frieda, es tut nicht. Das sind einfach nur beispielhafte Fragen. Es gibt keinen Fragenkatalog, der da vollständig sein kann. Und je nach Lernsituation und je nachdem, wo man denkt, wo auch die wichtigsten Fragen zu fragen und zu beantworten sind, kann man diese Fragen selbstverständlich austauschen. Und dann klären die das untereinander und die anderen hören sich das dann mal an und geben auch intuitiv dann eine Einschätzung. Ich glaube, ich habe das so und so, schätze ich das ein. Ich glaube, da bist du doch ganz am Anfang. Also würde ich dir empfehlen, wenn du nachher eine Werkstatt machst, dass du nicht das ganze Projekt ausrollst, sondern dich mal auf den und den Teil beschränkst. Da haben wir eine gewisse Chance, dass wir da auch was klären können. Wenn ich mir das so anhöre, habe ich so das Gefühl, du hast verschiedene Bereiche, die in dem Projekt sind. Mit manchen kann man schon was machen, mit anderen kann man nichts machen. Wir empfehlen dir in der nachfolgenden Werkstatt, das differenziert zu klären, für welchen Bereich du zum Beispiel jetzt die Mitarbeiter und der anderen einladen möchtest. Und dann passiert es durchaus oft, dass Leute sagen, ich merke, ich habe mich eigentlich auch nicht wirklich vorbereitet. Das ist auch eine Zumutung für die Lerngruppe. Wenn ich erst anfange zu denken, wenn ich mit denen zusammensitze, die Verantwortung für die Ressourcennutzung ist bei uns ein wichtiger Wert, auch für die Kraft anderer. Und das führt oft zu einer guten Vorklärung. Manchmal wird dann ein Anliegen auch erstmal zurückgezogen, wer überlegt sich das abends und bringt es am nächsten Tag erst ein. Und dann können die da vielleicht mitgemacht haben, wir machen das in Untergruppen in der Regel, sich dann auch für diese Untergruppe melden. Die sind dann auch schon ein bisschen vororientiert, können auch beobachten, was hat er aus dem gemacht, was wir gestern besprochen haben. Und von daher auch ein Stück den Lerneffekt mitbeobachten und sagen, wir könnten dies und jenes didaktische Design jetzt für die nächste Stunde benutzen. Das könnte sich eignen, um dein Anliegen, so wie ich es verstanden habe, zu bedienen. Was hältst du davon? Und dann wird über das Lernsetting erstmal geredet. Also wieder an dem Beispiel, von dem man schon ein bisschen was weiß, wieder über die Lernkultur des OE-Lernens, des Gemeinsamen, erst gesprochen und das zusammen organisiert. Und dann geht erst der Lernprozess los. Und das machen die Gruppen
In der Regel ohne Beteiligung eines Lehrtrainers. Der Lehrtrainer ist verfügbar, wenn es irgendwo so klemmt, dass er da reingucken sollte. Aber eigentlich ist es tägliches Geschäft, dass wir zusammen lernen. Und deswegen müssen das alle als Meta-Lernen eh erwerben. Ihr habt jetzt als dieses Blatt ohne Klammer, da ist diese kleine Übung vorher, das ist eine Vorschaltübung für Lernsituationen. Was deutlich wurde, ist, dass ganz viele Leute sagen, ja, mit diesen Fragen kann ich eigentlich auch im Unternehmen arbeiten. Wir können die Klärung, wo sind wir eigentlich, können wir das Projekt, das wir uns vorgestellt haben, überhaupt gemeinsam stemmen. Also wir sollten untereinander auch Reifegrad-Fragen stellen zum Individuum und zu dem System, das wir zusammenfahren wollen. Und dann, deswegen habe ich da auch eine sehr ausführliche Übung, die auch vom Institut her ist, aber von denen man wichtige Teile, und das haben auch einige schon gemacht, ins Unternehmen mitnehmen kann und dort in Projektgruppen solche Übungen machen. Also dass man, und das ist unser Prinzip, dass wir Lernkultur am Institut so pflegen, dass das meiste davon eins zu eins auch direkt im Unternehmen weiterverwendet werden kann. Und dass die nicht nur die Didaktik für das Lernsetting im Curriculum lernen, sondern dass es eine Didaktik ist, mit der sie ganz viel auch direkt bei ihrer Arbeit machen können. Um sehr ernst zu nehmen, dass Lernen bei der Arbeit eigentlich im Prinzip nicht so viel anders ist als Lernen im Curriculum, wenn die Didaktik zueinander passt. Und dann habe ich euch jetzt auch ausgeteilt die beiden Fragebogen, wo wir dann einfach mal 10 Fragen haben an den Protagonisten oder 10 Fragen zur Organisation. Die sind natürlich auch einfach beispielhaft. Die kann man jederzeit ersetzen durch andere Fragen, die einem wichtiger scheinen oder weniger oder mehr. Das ist nur beispielhaft. Und wir machen in der Übung, in der großen Übung zum Beispiel, ist dann vorgesehen, dass jemand sein OE-Projekt erstmal so erzählt und die Leute dann danach den Reifegrad-Fragebogen, auch durchaus intuitiv, man kriegt ja gar nicht alle Informationen, so wie es halt bei Ihnen ankommt, ausfüllen und da zum Beispiel an jeder Frage hinten erfüllt, nicht erfüllt, 1 bis 5, mal eine Zahl hinmachen. Das hat natürlich... Ja? Und der Protagonist ist der Verantwortliche für den Change-Management-Prozess im Unternehmen? Das kann ganz verschieden sein. Oder der Berater? Die Organisationsrolle, die er hat in dem OE-Prozess, kann ganz verschieden sein. Der kann ein Teilprojekt steuern, der kann Gesamtverantwortlicher sein, der kann der begleitende PEler sein. Okay. Das ist ja nicht vordefiniert. Okay. Und natürlich genügt es keinen wissenschaftlichen Kriterien. Das ist einfach nur irgendeine Markierung von 1 bis 5. Und dann können die sich darüber austauschen, wie haben wir das eingeschätzt. Und da sieht man, ist das sehr verschieden. Und die Zahlen dienen nur als Anlass zu sagen, woran mache ich das fest, dass ich das hoch oder niedrig einschätze. Und das ist dann ein Einstieg über einen Dialog. Was verstehe ich überhaupt darunter? Was sind meine Kriterien, um das einschätzen zu können oder nicht? Und das ist ein sehr vielschichtiges Gebilde, das wir didaktisch inhaltlich nicht vollständig aufbereiten können. Das ist klar. Und was man, das will ich auch nochmal geschwind zeigen, und was man auch machen kann, wenn man das möchte, der Thorsten hat es in seiner Doktorarbeit für den Medizinbereich gemacht, man kann natürlich zu den wesentlichen Bereichen, die man hat, wenn man will, auch grafischen Profil machen. Reifegradprofil für einen Hauptprotagonisten und Reifegradprofil für das System, mit dem er was machen möchte. Also in meinem Reiterbeispiel wäre das ein Profil für den Reiter und ein Profil für das Pferd. Und man sieht, beide können nicht springen und wissen auch nicht, wie man es lernt. Außer, dass sie halt irgendwie halt im Schweinsgalopp probieren. Ja? Wer vergibt die Noten? In der Übung zum Beispiel einfach die mithören. Also wenn wir eine Untergruppe haben mit 4, also Noten würde ich jetzt nicht nennen, also einfach Gradeinschätzungen, erzählt jemand über sein OE-Projekt, welche Rolle er drin spielt, da haben wir jetzt diese ganzen Fragen da drin, in der kleinen Übung, und die anderen hören zu, und zum Beispiel ist ein wichtiges Kriterium, kriege ich irgendeine vernünftige Vorstellung davon, was der eigentlich da macht und welche Rolle der eigentlich hat. Hat er eine Selbstbeschreibung,
die mir klar macht, das ist irgendwie auch schon durchdrungen oder ist das noch alles völlig diffus? Und in welchen Bereichen ist es eher klar und welche Bereiche kommen gar nicht vor, seltsamerweise. Auch auf Nachfragen kommt da eigentlich nichts. Und dann gibt es einfach einen Versuch, auf die Weise irgendeine Art Profil festzulegen, um dem anderen auch zu spiegeln, wo man ihn für ready hält und wo gar nicht. Und dann kann man überlegen, kann man das, was noch fehlt, etwa im Curriculum oder in welcher Zeit kann man das durch welches Lernen nachholen oder geht es gar nicht so schnell? Und wenn ja, was macht man dann? Aber wie sind die Erfahrungen, wenn ihr dann lauter also viel 0 und 1 habt? Dann ist, wir haben natürlich eine sehr gewachsene Vertrauenskultur in den Curricula. Dann weiß er, wo sein Platz im Universum ist. Aber wenn, ich meine, wenn das einigermaßen valide ist, die Einschätzung muss er es auch wissen. Aber natürlich stürzt es manche Leute in Probleme. Die haben ein Projekt schon angefangen. Es gibt eine unreife Organisation, die jemanden völlig nach unguten Kriterien in eine Position gesetzt hat. Und derjenige meint, nur weil er die Position hat, muss er es auch können und kann aber überhaupt gar nicht einschätzen, wie groß die Aufgabe eigentlich ist. Und das hat aber dann keinen Sinn, diese Illusion fortzusetzen, nur weil er denkt, er macht ein OE-Curriculum, kann er das geschwind lernen. Man kann es auch derzeit nicht lernen. Dann ist aber ein ganz anderer Lernfokus dann. Wie kann er emotional damit umgehen, dass er merkt, das packt er nicht? Wen kann er in Verantwortungsdialog mit einbeziehen, damit der versteht, dass da was anbrennt, dass das so nie gehen wird? Wie kann er das mit seinem Selbstverständnis übereinbringen und so? Und natürlich, das kann man nicht im Kaltstart machen. Das geschieht ja in der Regel im zweiten Jahr der Curriculumgruppen, bei denen eine sehr intensive Bezogenheit und Vertrauenskultur schon gewachsen ist. Also den haut es dann nicht, wie gestern der Horst beschrieben hat, dann mit dem Cortisol gleich oben raus, aber kann auch passieren. Ach so, ich hatte verstanden, dass man in ein Unternehmen reingeht und jemand erläutert sein Projekt und dann bewerten die. Dafür kann man es auch verwenden, aber man muss natürlich dann gucken, die Frage stellen, dass der Rahmen stimmt und nicht das wild irgendwie losmachen, weil man dann alle nur erschreckt. Und wenn die dann viel Angst haben, sehen die auch viel inkompetenter aus, als sie wirklich sind. Aber da gibt es natürlich viel Kulturkompetenz, die man drumherum braucht, um angemessene Rahmung zu machen. Aber auch die kann man natürlich nicht aus dem Hut zaubern. Das muss man lernen, wie man sowas einführt und auch einschätzen, wo es geht und wo es nicht geht. Ein paar Fragen nur kurz rausgegriffen, ihr habt die ja da. Also was ich jetzt dann gleich machen werde, wir machen jetzt so eine Übung hier nicht. Ja? Aber was ich machen werde, ist euch eine geleitete Fantasie, in der ihr euch Protagonisten und Organisationen vorstellen könnt. Ihr könnt es auch selbst sein. Und werde euch so nach und nach einfach so ein bisschen drumherum führen mit diesen Fragen, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt und auch beobachten könnt, was in euch passiert, wenn ihr versucht, mit diesen Fragen umzugehen. Das kann jeder mit sich selbst ausmachen, wenn er das mag. Oder eben nachher in Gruppen zu dritt oder so den anderen erzählen, wie es ihm damit gegangen ist und was diese Art von Auseinandersetzung mit Reifegraden in ihm auslöst. Also, wichtig ist für den Protagonisten, dass der das Vorhaben in der Organisation dessen Stand einigermaßen deutlich machen können sollte. Wenn er das in einer Lerngruppe, wo alles wohlwollend ist und gewachsene Lernbeziehungen schon da sind, nicht kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Organisation das gut kann, was eine Voraussetzung dafür ist, dass er andere gewinnt, dass sie verstehen, was der machen möchte und dass sie mitmachen, einfach auch nicht sehr hoch. Und schätzt er Können und Verantworten angemessen ein, und zwar bei sich selbst und bei anderen. Es ist gerade oft so, dass junge Kräfte in ihrem hohen Engagementbereitschaft das, was sie verantworten können, maßlos überschätzen und es gar nicht einfach ist, sie da runterzubringen. Manchmal ist es eine Erleichterung, manchmal ist es eine Kränkung, manchmal ist es beides. Kann er die beteiligten Strukturen, Rollen, Funktionen irgendwie in verständlichen Bilder bringen? Das ist ja auch eine gute Voraussetzung, dass er nachher in dem Lernsetting in der Gruppe profitieren kann, wenn er das
wenn er das ganz schlecht rüberbringt, worum es sich eigentlich handelt, dann brauchen die eine Stunde, um überhaupt einigermaßen zu klären, wo sie sind, und dann bleibt einfach nicht viel Kraft übrig für das Weitere. Und hat er auch eine Vorstellung von den notwendigen Kontrakten und Verantwortung für das Vorhaben und seine Funktion darin? Kann er Vorstellung zur notwendigen Klärung, was muss geklärt werden, mit wem muss das geklärt werden? Da kommen noch viele Fragen, die Astrid gestern zum Beispiel formuliert hat, bei Leuten, die neu in einem Projekt sind. Hat er da einfach eine Landkarte? Oder hat er das gar nicht auf dem Schirm, dass er mit dem Personalrat, wenn er so ein Ding machen will, sich irgendwie überhaupt ins Benehmen setzen muss? Und wir erfahren ja von der vom Reifegrad der Organisation ja nur durch die Schilderung des Protagonisten. Und wenn das irgendwie sehr verwirrend ist, wissen wir natürlich nicht genau, ob das die Verhältnisse in der Organisation widerspiegelt oder die Verhältnisse im Protagonisten. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja viele erfahrene Organisationsmenschen in diesen Gruppen haben. Die kriegen dann, wenn der Protagonist nicht arg verwirrt ist, trotzdem ein ganz gutes, intuitives Bild von der Organisation. Oder es klärt sich auch nicht oder stellt sich raus, dass derjenige über seine Organisation auch viel zu wenig weiß, um das zu machen. Dann müsste die nachfolgende Lerneinheit sich eher damit beschäftigen, wie er ein angemessenes Maß an Kenntnis der Organisation überhaupt entwickelt, das er braucht, um überhaupt voranzukommen in seiner Funktion. Und dann auch einfach ein Stück in den eigenen Erfahrungsschatz gucken. Habe ich Erfahrung mit Vorhaben dieser Art? Wenn nicht, oder auch wenn, sorge ich für eigene Unterstützung, angemessen, ist die erreichbar? Wo ist die erreichbar? Man kann ja nicht alles durch Coaches oder durch Lerngruppen auffangen. Hat er überhaupt eine plausible Einschätzung davon, was er braucht? Kann er im Projekt und in der Übung sachlich mitarbeiten, das Vorhaben im Fokus halten und Anregungen aufnehmen und vermutlich umsetzen? Das ist jetzt so eine Ausdifferenzierung der Fragestellung, die wir auch gestern hatten. Ist er zu? Dann kann man im Moment auch gar keinen Lernprozess aufsetzen. Da muss man erstmal gucken, wie kann der sozusagen erst sein Adrenalin wieder, sein Hormonspiegel oder wie immer man das erklären will, einfach eine gewisse Arbeitsfähigkeit wiederherstellen. Dann kann man ihn fragen, ob das jetzt hier ein Spezialfall ist, dass er Schwierigkeiten damit hat, ob er das merkt. Oder ob, und dann sagt er, ja, in dem Fall hänge ich total und ich habe aber vergleichbare Sachen schon gemacht, da habe ich mich ganz anders gefühlt, war ich ganz anders klar. Und ich habe mir auch Feedback von anderen eingeholt und es ist dann glaubwürdig, dass er eigentlich viel besser drauf sein kann, als er im Moment ist. Dann kann man eher sich mit der Frage beschäftigen, was ist in diesem Projekt los, dass er seine Kompetenz, die glaubhaft in anderen Bereichen ja vorhanden ist, hier nicht aktiviert. Das ist dann wieder ein anderer Fokus für den nachfolgenden Klärungsprozess. Dilemma, Probleme, Angst vorm Säbelzahntiger oder was immer. Und wenn er im Projekt und in der Übung nicht in eine gewisse Kompetenz der Lernfähigkeit kommt, was wir dann nicht machen, ist bei diesen Arten von Supervision, dass wir dann einfach in die sogenannte persönliche Arbeit, mehr psychotherapeutisch gefärbt, reingehen. Sondern dann stellen wir das nur eigentlich fest, dann klären wir, was man damit machen kann, ob er bereit ist, Hilfe zu holen, ob er weiß, wie er das kriegt, wie die aussehen könnte. Also eher die Kompetenz im Umgang mit Inkompetenz an der Stelle, als dass wir dann da reinspringen und über Coaching und Therapie-ähnliche Verfahren dann sofort was machen. Weil sonst im Curriculum und eben auch in der Organisation, und das wird manchmal leider durch Psychologen unnötig unterstützt, die Mentalität entstehen, dann beschäftige ich mich lieber mit psychischen Prozessen. Das ist überschaubarer. Aber wir haben da die Philosophie, natürlich ist niemand fertig, wenn er mit großen Sach- und Organisationsthemen zu tun hat. Aber wir müssen eine Didaktik machen, dass jemand trotz der persönlichen Einschränkungen trotzdem möglichst viel leistet und nicht immer, wenn er an eine persönliche Hürde stößt, dann sofort in Therapie geht. Oft ist das möglich. Dann kann man auch überlegen, wie brauchst du den Kontext, dass du einfach wieder besser funktionierst? Also wie kannst du dir das Setting arrangieren, in dem du
Zugriff hast zu deinen Kompetenzen, die du im Moment verloren hast, anstatt es an Ort und Stelle durcharbeiten zu wollen. Also das sind ganz viele mehr auf das System, auf Umfeldgestaltung, auf Auslösesituationsgestaltung, auf relevante andere, die man je nach Fokus für den einen oder anderen Prozess braucht, ausgerichtete Ansätze und nicht dieses, also früher haben wir das oft gemacht, dass dann in jeder Gruppe hat es ja auch welche, die wollen diese Organisationsprozesse gar nicht so wirklich haben, die würden gern Coaching so Leben, das Bewegte, das Humane machen und am liebsten in der kleinen Form. Das ist auch in Ordnung. Jemand darf sich darauf nur gerne spezialisieren. Er darf nur, wenn er in Organisationen arbeiten muss, irgendwie eine Vorstellung finden, wie das vernünftig zum Ganzen passt, obwohl er sich spezialisiert. Und nicht jedes Thema auf das umzubiegen, was er gern macht. Und das ist immer eine Gefahr, dass dann einfach plötzlich alle die Dienstleistungen halt verkauft werden, die ich kann, und nicht die Dienstleistungen, die das System braucht. Gut, das sind also jetzt beispielhafte Fragen, 10 davon, und das sind jetzt Fragen, die beispielhaft auf die Organisation bezogen sind. Hat die Organisation überhaupt mit Vorhaben dieser Art und Größe Erfahrung? Kann positiv für Erfahrung genutzt werden? Wird aus Fehlern gelernt? Das sind auch oft Fragen, die sich die Protagonisten gar nicht stellen. Also die überlegen sich gar nicht, wie ist eigentlich das Lernverhalten der Organisation. Sie versuchen einfach, ihre Aufgabe irgendwie voranzubringen. Und dadurch tun sie auch wenig, dann bauen sie vielleicht neue Ressourcen auf, obwohl es bereits Ressourcen gibt, man muss die nur anzapfen. Das ist auch eine andere Richtung, in der sie aktiv werden müssten, wenn sie sich da ein vernünftiges Bild der Kompetenz und des Reifegrads der Organisation machen. Ja, gibt es bezüglich des Vorhabens genügend gemeinsame Wirklichkeit? Ist die Organisation bezüglich des gegenwärtigen Vorhabens realistisch? Wird es überhaupt getragen? Von wem wird es getragen? Man kriegt natürlich, man muss oft Insellösungen machen. Man kriegt nicht immer den Geschäftsführer. Obwohl ich sage, OE, und das gilt für Kulturentwicklung genauso, ist Chefsache oder findet nicht statt. Das ist eigentlich in der Regel so. Wenn das nicht wirklich von den Schlüsselfiguren und Machtträgern der Organisation gewollt und getragen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, egal wie teuer ein Berater einkauft, dass es in der Richtung vorangeht, einfach nicht groß. Auf der anderen Seite kriegt man mal... Ja? Er kann es ja nicht parallel schalten, deswegen komme ich dir nahe. Wenn du sagst, es ist Chefsache, vorbehaltlich sagen die ja, wir machen das und wir tragen das auch, aber letztlich ist es so eine Pseudo-Verantwortung oder Pseudo-Darstellung, dass sie das mittragen. Was machst du da, um das noch ein bisschen rauszukriegen? Das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten, muss man ein bisschen nachfragen, was da der Fall ist. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Training der in Verantwortung nehmenden Kommunikation. Also wie man identifiziert, wie man auf diese Weise mit was abgespeist wird, was nicht einen Verantwortungsdialog herstellt. Dass man das eigene Unbehagen merkt, dass man merkt, dass man selber nachher der Gelackmeierte ist und wie man von dem Unbehagen wieder zur Überlegung kommt, ja, wer muss eigentlich Verantwortung übernehmen? Und dann wieder die Frage, wie muss ich mit dem reden, damit er eine echte Chance hat, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn er oft aus Druck, nicht immer bösem Willen, der kriegt auch den Druck von oben, das nicht auch noch will, wie kann ich ihn kompetent einladen, dass er sich dem stellen muss? Oder wir müssen darüber reden, ob da überhaupt was möglich ist oder nicht. Das sind aber alles, wenn ich nicht die Macht habe, die formale Macht habe, sind das alles nur Möglichkeiten der Kommunikation, das heißt gute Einladungen formulieren. Und merken, wenn der andere darauf nicht gut antwortet und dann vielleicht noch bessere Einladungen machen. Aber wenn der andere dann einfach sich nicht darauf einlässt, kannst du auch nicht mehr machen. Dann schwenkt der Fokus eher. Und wie gehst du dann mit dir um, wenn das so ist? Nicht, dass du dann selber in den Burnout gehst, aus Mitleid mit deinem Chef, der eh schon einen Burnout hat. Ja,
Natürlich haben wir alle schlechte Erfahrungen mit nicht wirklich getragenen Beiträgen anderer. Aber auch da möchte ich sagen, dass vieles davon ist keine schlechte Motivation oder gar, dass sie das nicht wollen, sondern die wissen nicht wie oder die kriegen es nicht unter oder die wissen selbst nicht, wie man darüber redet, wie man das vernünftig konfiguriert. Und deswegen müssen wir die Leute kompetent machen, dass sie auf der horizontalen Ebene wie auf der vertikalen Ebene selbst wissen, wie sie sich bewegen wollen und andere möglichst kompetent einladen. Das machen wir in unseren Qualifikationen in den Curricula. Aber noch besser ist eben, wenn ich es dann gleich im Unternehmen mit denen mache, die nachher zusammen das Ding machen müssen. Weil ich dann, wie ich das vorher erläutert habe, wieder diesen systemqualifizierenden Effekt habe. Aber manchmal brauche ich einfach nur eine Insellösung. Das heißt, ich habe einen bestimmten Bereich, wo ich sage, den kann ich hinreichend abzirkeln, dass wir darin mal einfach üben und lernen können. Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann, wenn da das spricht sich dann rum, was dort läuft. Und dann kann es sein, dass nach und nach Leute gewonnen werden und sagen, das ist eigentlich ganz gut. Können wir das nicht auch mal woanders machen oder so? Also ich sage nicht immer, man muss nicht immer mit dem Eigentümer oder mit dem Vorstandsvorsitzenden verhandeln, aber man muss für den Bereich, den man abzirkelt, muss man schon die Machtträger haben. Und wenn es nur als Schirmherrn ist, wie ich das dann nenne, die gestalten nicht wirklich mit, aber ich sage immer, es ist alles delegierbar, nur nicht die Verantwortung. Die gestalten nicht wirklich mit, aber die übernehmen die Verantwortung und ermächtigen die, die gestalten. Und das muss gesichert sein. Sonst kann man einfach nicht arbeiten. Also ich glaube nicht daran, dass man subversiv bottom-up Organisationsentwicklung betreiben kann. Also drauf gekommen bin ich, ich habe mal einfach in einer Curriculum-Gruppe bei uns, habe ich einfach mal zwei Protagonisten selbst interviewt. Ich mache es jetzt ganz kurz, aber es ist ausführlich in dem Buch geschildert. Oder, also ich will jetzt nicht fürs Buch Reklame machen, ihr kriegt es gerne auch als kostenlos als Schrift. Und da war halt einer, der war eben nicht aus dem Hardcore-Profit-Bereich, sondern eigentlich aus einer Krankenkasse, und da ging es um die Einführung eines neuen IT-Systems. Und da hat sich relativ schnell geklärt, die haben schon öfter mal was Neues eingeführt, er hat es schon öfter gemacht, er kennt die Leute, die es machen. Das System war relativ reif und er war auch relativ reif. Und dann konnte sich tatsächlich die Lerneinheit darauf konzentrieren, wie er in diesem Fall das Baby schaukelt. Und da meldete sich kurz darauf eine Kollegin, in dem Fall aus dem Konzern, Hightech, die sagt, oh, ich habe das beobachtet und ich fürchte, bei mir ist das meiste davon nicht gegeben. Und dann habe ich die interviewt und da stellte sich sehr schnell raus, die hatte mal irgendwo was Gutes gemacht, wurde dann von einem Entwicklungsleiter, der selbst wenig Erfahrung hat, als kompetent ausgesucht und mit viel Lob wurde sie ernannt, ein Projekt zu machen, und die liefen dann auch sofort schon los, haben alles Mögliche angezettelt, bis hin zu dem, wann sie es wo präsentieren wollen. Und es war nichts klar. Und sie war auch einfach gar nicht so, sie war nicht reif, das überhaupt zu machen. Und die Fragen, ob sie was darüber weiß, wie das System normalerweise Organisationsentwicklung macht und in dem speziellen Bereich, für das sie zuständig ist. Und da war klar, dieses System hat sowas auch noch nie ordentlich gemacht. Also das Orchester kann nicht spielen, denn da ist es dann schon relativ egal, ob der Dirigent wirklich was von seinem Job versteht, weil beide müssen es lernen. Also das immer. Und die hatte natürlich ein Problem, weil die war schon ein halbes Jahr dran, es waren schon einige Ressourcen verbrannt, wenn man ehrlich ist. Sie hatte jetzt das Dilemma, dass ich praktisch spät kommen muss und sagen, ich kann es eigentlich gar nicht. Und der Chef hatte sich dafür auch schon wieder aus dem Fenster gelehnt, aus Inkompetenz. Und der hat jetzt auch ein Dilemma. Und dann kommt ein ganzes Bündel von Dilemmata, dann hat man es dann schwer. Und sie hat es auch nicht sehr gemocht, weil sie doch gerne das gewesen wäre, wozu sie sich schon ernannt gefühlt hat. Aber sie konnte es einfach nicht ausfüllen. So, dann würde ich das präsentieren, jetzt erstmal beenden und
euch einladen in eine geleitete Fantasie. Können wir für einmal die Fenster alle aufmachen vorher?